So, ihr lieben Knäckchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Is It Love? Fallen Road, jawoll. Ist schon wieder eine Zeit her, ja. Ja, wir haben 7 zu Ende gebracht und wir haben Anybody Out There Dead City zu Ende gebracht tatsächlich. Und jetzt sind wir endlich wieder hier bei Fallen Road und ja, auch diesmal am PC im Studio. Mal gucken, wie es geht. Ich habe Fenster auf, es ist so warm hier gerade drin. Inga, die Heizung einmal. Ich kann nicht mehr. Und vor allem das Studio ist genau neben der Heizung. Also von der. So, jetzt egal. Soll ich auch zu Zack Hudson und den Richter Avilas recherchieren? Hatten wir das nicht schon gehabt? Zack ist momentan kein Problem. Er scheint nicht gefährlich zu sein. Aber über diesen Richter, sollten wir natürlich rausfinden, was wir können. Wir sollten, ja, ein Zuschauer hat gesagt, wir sollen versuchen, Richtung Zack zu gehen. Das ist eine Zack-Fraktion, die haben Kekse. Die böse Seite hat Kekse, die dunkle Seite. Aber Rosinen. Nein, ganz egal. Aber, hier, bitte sitzt mich nicht, okay? Das mag ich nicht. Nicht bei den YouTube-Videos. Wenn wir es auf der Straße sehen, gerne. Aber nicht, bitte nicht in den Videos sitzen, okay? Dankeschön. Ich werfe Jeff einen schrägen Blick zu. Zwischen uns herrscht immer noch dicke Luft. Ich mach kehrt und winke den beiden Frauen zu. Komm, Kinders! Ist natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, das ganze PC zu gestalten. Ihr seht, der hängt dann mal hier so und so. Alles ist dann doch so ein bisschen. Oh, läuft ja nicht flüssig. Warum? Ach, warte mal hier ganz kurz. Externen Lüfter mal anschmeißen. Ich höre Jesse Morgan zumurmeln, dass sie mich nicht an den Gehen hindern soll. Aber ich spüre, dass meine Freundin eine gewisse Traurigkeit und Sorge ausstrahlen. Alter, draußen ist was los, ne? Es regnet heute den ganzen Tag. Und ich nehme an, weil die ganze Zeit Feuerwehr und Krankenwagen am Start ist, dass wieder die Leute zu dumm sind zum Autofahren. Das ist unfassbar. Ich bin zwar stark, aber diesen Berg von Geheimnissen, den Jeff zwischen uns aufschüttet, kann ich einfach nicht ertragen. Die Ereignisse des Tages waren wenig hilfreich und im Moment möchte ich einfach nur allein sein. Ja, ob wir den Streit geklärt kriegen zwischen Jeff und uns? Na, ich weiß es nicht. Und da wären wir wieder draußen, Zeitlupe. Als ich die Tür öffne, um Jacks Bar zu verlassen, habe ich ein richtig schlechtes Gefühl. Und das hatte ich lange nicht. Ach ja, wir hauen ja ab, ne? Ja. Stimmt, wir hauen ab. Genau so war das. Wir verlassen die Fallen Road. Und Jeff war noch der Meinung, dass es richtig so ist. Blaulicht. Ja, dass sie zu gefährlich ist, die Fallen Road für uns. Es wird bald vorübergehen. Es wird bald vorübergehen. Merkwürdigerweise hängt das hier wie Sau heute einfach, ey. Ich glaube, Drogo nimmt mich gleich wieder mit Handy auf. Ich habe Schlimmeres erlebt und dieser Streit wird mich nicht umbringen. Wenn alles gut läuft, nicht, nein. Rachel, warte! Ich drehe mich um, mit der Hand an der Tür meines Pickups. Und deswegen warten wir so lange, weißt du, ich lese einen Text ganz kurz und dann so lange Ladezeit dafür. Es ist heute echt schrecklich, was ist da los? Morgan kommt aus der Bar auf mich zugerannt. Obwohl es dunkel ist, kann ich die Sorge in ihr Gesicht deutlich erkennen. Morgan, du brauchst gar nicht erst zu versuchen, mich aufzuhalten. Ja, Drogo nehmen wir gleich wieder mit Handy auf. Das ist mir einfach hier gerade alles ein bisschen zu anstrengend. Schade eigentlich. Darum geht es nicht. Du sollst dieses Buch lesen, während du dort bist. Auf Anrat von Jeff. Jeff, ja, genau. Der hat uns noch was zu sagen, ne? Genau, dieser Penner. Aber den mag ich. Ich mag den Penner. Morgan reicht mir ein vergilbtes altes, dessen Titel kaum noch lesbares ist. Das Buch habe ich vergessen. Ich kann nur die Worte parapsychologische Selbstverteidigung ausmachen. Wie soll ich mir das vorstellen, ha? Huh? Parapsychologische Selbstverteidigung. Das heißt, ich müsste mich gegen Geister wehren können. Glaube ich. Ich danke Morgan und öffne die Tür meines Pickups, um das Buch auf den Beifahrersitz zu legen. Morgan umarmt mich, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Tschüss, kleine Maus. Die sieht auch knuddelig aus, ne? Das ist ein niedliches, kleines, knuddeliges Ding. Ich würde gerne ihre Haare wuscheln. Pass gut auf Jesse und Jeff auf, okay?
Geht klar. Und du pass auf dich auf. Ich winke meiner Freundin zu zum Abschied und klettere hinter Steuer meines Pickups. Morgin steckt die Hand aus, um meine Tür zu schließen, hält aber dann inne. Sag mal, könntest du ein Radio einschalten, damit ich sehen kann, was passiert? Ach, sie weiß also auch mehr als wir denn, oder was? Schalt das Radio ein. Ja, warum nicht? Ist ja nur Radio. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen nicht gerade. Ich schalte das Radio ein. Ich dachte, ich hätte einen Talk-Radiosender eingestellt, aber es scheint auf Seattle Live and Loud festzuhängen. Sind wir in Washington, im Bundesstaat Washington? Das sieht aber nicht so wüstig aus, oder? Und das Lied, das gleiche Lied spielt wieder. Von Nirvana, ne? Ja. When they die, they don't go to heaven. Okay, ich werde es mir mal anschauen, wenn du zurückkommst. Fahr vorsichtig. Bis später, Küssen aufs Nüsschen. Morgin schließt die Tür und winkt mir zum Abschied zu, während ich den Pickup starte. Ja. Oh, wobei, so macht das denn. Wie macht das? In meinem Rückspiegel sehe ich sie wieder in Jacks Bar gehen und schon bald verschmilzt die Bar mitten in der Nacht hinter mir. Dieses Pentagramm da oben. Ja. Da bin ich nun wieder auf der Straße. Endlich allein. Wir wollten es ja so. Ich persönlich fahre nicht gerne nachts, aber wir in diesem Fall, wir sind der Rachel Amber, wir fahren gerne nachts. Wir lieben es, nachts zu fahren. Ja. Ich liebe es, nachts zu fahren. Wenn eine Meile um Meile aus der Dunkelheit auftaucht, das Schnurren des Motors unter dem funkelnden Sternenhimmel gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, wenn du meinst. Alter. Das Top-Ergebnis bei Google sagt dazu Folgendes. Na. Warum? Warum? Ich habe doch nichts mit Google gesagt. Manchmal verstehe ich das nicht. Ich glaube, wir werden abgehört. Plötzlich trete ich mit dem Fuß auf die Bremse. Ich habe vergessen, meine Sachen von Jeff zu holen. Ich brauche zumindest ein paar Sachen, damit ich in der Hütte nicht zu einer totalen Einsiedlerin verkomme. Wo ist denn die Hütte? Hat mir schon mal irgendwie was darüber gehört? Ich beschließe, zurückzufahren und Jeffs Haus anzusteuern. Haben wir schon mal irgendwas von dieser Hütte gehört? So, pass auf, liebe Leute. Das war schon wieder für heute. Ich habe jetzt keine Lust, diese Karten nichts zu machen, weil dieses Abgehänge ist mir zu anstrengend gerade. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und welche Hütte? Ich komme jetzt nicht drauf, dass eine Hütte jetzt irgendwie mal die Rede gewesen ist. Wüsste ich gerne mal. Ja, wir wollten zu einer Hütte hinfahren, das hatten wir gelesen gehabt. Aber wo soll diese sein? Und das interessiert mich einfach. Guck mal, hier haben wir noch immer diese Gratis-Energie-Dingens, die 600. Es bringt uns aber trotzdem nichts, weil die sind ja trotzdem irgendwann weg. So, wie gesagt, das war's, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde.